Hallo ihr Lieben, letzte Chance in die demnächst startende Astrologie-Ausbildung einzusteigen. Wir haben jetzt nämlich eine kleine Gruppe zusammen, die auch starten möchte. Und wir fangen wahrscheinlich, also wir treffen uns jetzt schon am Sonntag zu einem ersten Vortreffen und fangen vermutlich am, ja, vielleicht noch Ende Mai, aber spätestens im Juni an. Du hast jetzt noch die Chance reinzukommen, dann müsstest du dich ganz, ganz schnell bei mir melden. Wir haben noch 1 bis 2 maximal Plätze frei. Aber wie gesagt, heute oder morgen oder übermorgen anrufen, damit wir uns ganz schnell kennenlernen und gucken, ob das passen würde. Für dich, für mich, für die Gruppe. Wir haben eine sehr, sehr nette Gruppe zusammen, die jetzt wirklich begeistert Astrologie lernen möchte. Wie du siehst, gehe ich gerade hier im Wald spazieren und das an diesem heißen Tag. Hier ist es angenehm im Wald. Es ist ja einer der wärmsten Tage, den wir bisher hatten, und ich saß den ganzen Tag zu Hause am Computer und ich habe es nicht mehr ausgehalten gerade. Ich musste jetzt raus. Ich habe eine gute Zeit. Mir geht es sehr, sehr gut in allem, gerade nach 2,5 ziemlich schwierigen Jahren. Und jetzt geht alles aufwärts und ich bin richtig fröhlich und gut drauf. Und ich freue mich total auf diese Ausbildungsgruppe. Das ist jetzt, war eine längere Pause wegen Corona, weil einfach da sowieso kein Mensch irgendwas Neues anfangen wollte und nicht investieren wollte. Und Gott sei Dank fängt das Leben jetzt wieder an zu fließen. Und man konnte die Zeit ja auf andere Art und Weise nutzen, aber auch nicht immer, oder? Also, wenn du dich schon immer interessiert hast für Astrologie, meine Ausbildung ist ganz, ganz spannend und schön und ich bilde seit 2005 bilde ich Astrologinnen und Astrologen aus. Wir hätten auch gar nichts dagegen, wenn noch ein Mann dazukommen würde. Also wir sind hier keine eingeschworene Frauengruppe, aber es gibt selten Männer, die sich dafür interessieren. Ja, weil es gibt da einfach so eine Seite von der Astrologie, wo Männer sagen, das ist Quatsch. Also damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Diese sogenannte esoterische, spirituelle Seite. Naja, also weiß doch alles, das kann man doch nicht anfassen. Das stimmt natürlich nicht. Natürlich hat die Astrologie auch eine spirituelle Seite, aber ja doch, aber alles im Leben. Nichts ist nur aus Materie gemacht. Es gibt viel mehr auf Gottes Erdboden als das, was wir so mit unseren Sinnen erfassen können. Und das wussten auch schon alle großen Künstler und alle großen Geister, insbesondere auch unser Freund Johann Wolfgang von Goethe. So, ihr Lieben, hier knallt irgendwas. Ich weiß nicht, was los ist. Die Leute feiern wahrscheinlich irgendwas, dass es Frühling wird oder Sommer ist eigentlich schon. Und ich verabschiede mich jetzt für heute und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe!